Heute Abend der Film Stirb langsam, natürlich ein veritabler Klassiker des Action-Genres aus dem Jahr 1988 von John McTiernan. Ich werde den Film wie immer einleiten. Das wird rund etwa dreiviertel Stunde dauern und ich werde, keine Sorge, jetzt nicht eine Dreiviertelstunde am Stück hier nur Ihnen etwas erzählen, sondern tatsächlich das Ganze ein bisschen unterbrechen auch. Schließlich sind wir im Kino und es wird auch was zu sehen und insbesondere für uns natürlich auch zu hören geben. Deshalb ist die Leinwand auch schon geöffnet und es wird entsprechendes Bildmaterial und Filmmaterial zu sehen und zu hören geben. Und es ist natürlich ein Film aus dem Jahr 88, bei dem es großes Star-Kino auch gibt. Einmal eine Wiederbegegnung, ein Wiedersehen mit Alan Rickmans allererster Kinorolle. Also man glaubt das kaum, er spielt ja da den Oberschurken Hans Gruber, und Alan Rickman hatte vorher nur Theatererfahrung, hat vorher gar nicht fürs Kino gearbeitet und ist hier in Stirb langsam das erste Mal im Kino zu sehen. Aber natürlich ist das auch ein Wiedersehen mit Bruce Willis, dem Mann, der ja 1955 in Idar-Oberstein hier in Deutschland geboren wurde und der mit Stirb langsam, mit Die Hard 1988 seinen großen internationalen Kinodurchbruch hatte. Und umso mehr freue ich mich, dass wir ja für die Reihe der Synchronspecials von Bruce Willis deutscher Stimme, nämlich von Manfred Lehmann, ein Grußwort bekommen haben, das ich Ihnen heute Abend zum Einstieg zeigen möchte. Manfred Lehmann hat für das Synchronstudio Die Mediapaten in Berlin ein Grußwort zur Reihe aufgenommen und Sie werden nicht nur Manfred Lehmann, Bruce Willis, deutsche Stimme darin sehen und hören, sondern auch noch viele weitere markante Synchronschauspieler und vielleicht kommt Ihnen ja die eine oder andere Stimme bekannt vor oder das eine oder andere Gesicht. Vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle an die Kollegen von den Mediapaten und Bühne frei für Manfred Lehmann. Ja, vielen Dank an Manfred Lehmann und die Mediapaten. Auf die Schweinebacke werde ich dann zum Schluss der Einführung auch noch zu sprechen kommen. Ich habe jetzt so ganz selbstverständlich zu Beginn gesagt, Manfred Lehmann, die deutsche Stimme von Bruce Willis. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Und Bruce Willis hatte bisher verschiedene Sprecher, insbesondere in der Zeit, als er noch nicht den großen Star-Status hatte, der ihm heute gebührt. Und deshalb möchte ich nochmal zurückblicken mit Ihnen eingangs zu den unterschiedlichen Synchronschauspielern, die schon für Bruce Willis gesprochen haben. Das wird den ersten Teil der Einführung ausmachen. Im zweiten Teil wird es dann insbesondere darüber gehen, das Thema Nationalitäten und den Umgang mit Nationalitäten zu besprechen. Bruce Willis hat neben Manfred Lehmann für deutsche Synchronarbeiten mindestens noch drei weitere Gesichter, nämlich hier von links nach rechts Ronald Nitschke, Bodo Wolf und Thomas Danneberg. Und er ist ja auch nicht nur erst im Kino bekannt geworden Ende der 80er Jahre, sondern hatte international zuerst seinen Durchbruch mit einer Fernsehserie, nämlich der Serie Moonlighting mit dem schönen deutschen Titel Das Model und der Schnüffler. Bruce Willis hier an der Seite von Sybil Shepherd. Und diese Serie, die in USA zwischen 1985 und 1989 produziert und ausgestrahlt wurde, von Glenn Gordon Caron in 66 Folgen, diese Serie wurde auch ab 1990 dann im deutschen Fernsehen gezeigt, in der Synchronisation. Und Bruce Willis hier als David Addison Jr. und Sybil Shepherd als Madeline Maddie Hayes, die beide zusammen die Detektei Blue Moon betreiben, die wurden dann synchronisiert. Einmal Sybil Shepherd von Monika Bielenstein. Das betone ich hier an der Stelle ganz besonders, denn Monika Bielenstein hören wir nachher noch in der deutschen Fassung von Stirb langsam, nämlich hier für Bonnie Bedelia. Also sie kehrt auch nachher akustisch wieder. Und an der Seite von Monika Bielenstein sprach Anfang der 90er Jahre für Bruce Willis damals noch Ronald Nitschke, also noch nicht Manfred Lehmann wie 88 für die Kinosynchronisation. Und um Ihnen einen kleinen Eindruck zu geben aus dieser Fernsehserie, habe ich Ihnen einen kurzen Ausschnitt aus einer Folge Moonlighting bzw. Das Model und der Schnüffler mitgebracht. Soweit ein kurzer Ausschnitt aus Das Model und der Schnüffler. Tatsächlich ist es ja so, dass hier Ronald Nitschke zu hören ist für Bruce Willis und vielleicht ist Ihnen diese Stimme auch durch einen anderen US-Schauspieler vertraut und im Ohr, nämlich
Tommy Lee Jones. Also das ist die deutsche Stammstimme, Ronald Nitschke für Tommy Lee Jones. Er ist auch bekannt geworden Anfang der 2000er Jahre in großen Werbespots, die auch im Kino liefen, als der Mediamarkt-Cowboy, aber das nur am Rande. Dass eine Stammstimmenpaarung also zu Beginn, wenn der Starstatus noch nicht gefestigt ist, also Manfred Lehmann für Bruce Willis, noch ein fragiles Konstrukt ist, das immer wieder aufgebrochen werden kann, das möchte ich Ihnen auch noch an zwei Trailern aus der Stirb-Langsam-Franchise illustrieren. Es ist tatsächlich so, dass für die Fortsetzung, also Stirb-Langsam 2, Die Harder, der 1989, also ein Jahr später fürs Kino produziert wurde, tatsächlich hier nicht wieder der Sprecher besetzt wurde wie im ersten Teil, also nicht wieder Manfred Lehmann wie in Stirb langsam, sondern Bodo Wolf im Trailer zu hören ist. Also Sie hören jetzt die dritte deutsche Stimme für Bruce Willis. Ja, also Bodo Wolf im Trailer, obwohl dann in Die Harder in der deutschen Fassung Stirb langsam 2 tatsächlich wieder Manfred Lehmann zum Einsatz kam. Und eigentlich sollte der auch im dritten Teil der Stirb langsam Franchise wieder besetzt werden. So zumindest legt es der deutsche Trailer für Stirb langsam, den dritten Teil Stirb langsam, jetzt erst recht nah. Auch da hören wir kurz rein. Tatsächlich kam es anders. Im dritten Teil Stirb langsam jetzt erst recht stand Manfred Lehmann nicht für die Synchronarbeiten zur Verfügung. Und so kam der Ersatzsprecher in diesem Fall, nämlich Thomas Danneberg, zum Einsatz, hier rechts zu sehen. Und Thomas Danneberg, den Sie für Sylvester Stallone oder auch Arnold Schwarzenegger kennen aus deutschen Synchronfassungen, übernahm dann im dritten Teil, also Stirb langsam jetzt erst recht, die Partie von Bruce Willis im Deutschen. Und die Mediaparten haben auch mal gefragt, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Manfred Lehmann damals nicht zur Verfügung stand. Manchmal können ja solche Umbesetzungen auch ganz profane Gründe haben. Hier die kurze Antwort. Das ist ganz einfach. Wir haben in der Zeit für ZDF eine Serie in Thailand gedreht. Und der Film sollte nun gleichzeitig in Amerika und in Deutschland rauskommen, weil sie Angst vor Raubkopien hatten und so. Und die kamen einfach nicht weg von Thailand, weil Bangkok, Berlin sind 12 Stunden hin, 12 Stunden zurück. Und genau in der Zeit sollte der synchronisiert werden. Und dann hat Thomas ihn gesprochen. Ja, also Manfred Lehmann war noch am Set in Thailand gebunden und konnte deshalb den dritten Teil der Stirb langsam Franchise nicht synchronisieren. Im vierten und fünften Teil stand er dann aber wieder zur Verfügung. Also da war dann eine gewisse Kontinuität nach dieser Rückkehr im dritten Teil Stirb langsam jetzt erst recht. Man möchte meinen, dass jetzt nach 30 Jahren, wie gesagt, der erste Teil Stirb langsam 1988, der bis dato letzte Stirb langsam ein guter Tag zum Sterben 2013, diese Stirb langsam Franchise mittlerweile ein bisschen auserzählt sei, aber tatsächlich scheint sie, ja, um im Bilde zu bleiben, nicht ganz tot zu kriegen zu sein, denn im Moment ist gerade ein Prequel in Vorbereitung, das die Vorgeschichte von John McClane erzählen soll unter dem Arbeitstitel Die Hard Year One. Und wir dürfen also gespannt sein, wie es dann möglich sein wird, Bruce Willis vielleicht auch nochmal 30 Jahre zurückzuversetzen. Ja, das ist sozusagen der Hintergrund dieser verschiedenen Stimmen für Bruce Willis. Jetzt ist natürlich für uns insbesondere interessant, wie klingt denn Bruce Willis im Original? Denn ich habe Ihnen jetzt nur verschiedene Synchronschauspieler bisher vorgeführt. Und da kann man festhalten, dass Bruce Willis doch ein gewisses stimmliches Upgrade erfährt, denn das eigene Timbre von Bruce Willis ist eigentlich recht hoch, recht dünn und rau, wohingegen Manfred Lehmann hingegen auf der anderen Seite ja durch einen sehr durchdringenden sonoren Bass beeindruckt. Und allein durch diese unterschiedlichen Stimmlagen, durch diese unterschiedlichen Timbre, auch Stimmfärbungen, trägt das natürlich massiv zu einer veränderten Figurenzeichnung bei. Ich habe Ihnen daher jetzt eine kurze erste Dialogszene aus Stirb langsam bzw. Die Hard mitgebracht. Wir schauen uns dazu erst die amerikanische Originalfassung an und danach die deutsche Synchronfassung. Achten Sie einmal darauf, in diesem Dialog kehren sich quasi durch die Synchronisation die Stimmhöhenverteilungen um in dieser ersten Dialogszene des Films. Das heißt, auf einmal haben Sie eine tiefere Stimme für Bruce Willis' Figur. Soweit kurz dieses veränderte Timbre für Bruce Willis' Figur.
Hier noch einmal Manfred Lehmann. Und Manfred Lehmann, der übrigens 10 Jahre älter ist, also Jahrgang 1945 statt 1955 als Bruce Willis, ist mittlerweile nicht nur die deutsche Stammstimme von Bruce Willis, sondern unter anderem auch von Gérard Depardieu, aber auch Kurt Russell und Dolph Lundgren. Also er ist da sehr breit aufgestellt, was die Stammstimmenbesetzung angeht. Und wir haben gestern auch schon im Seminar kurz einen Fall angesprochen, was passieren kann, wenn dann mehrere dieser Stammstimmen-Schauspieler im Original in ein und demselben Film auftreten. Manfred Lehmanns charakteristischer, abgebrühter Bass prädestiniert den Schauspieler natürlich geradezu für Actionrollen. Dabei sind seine Einsätze freilich nicht auf die Synchronisation beschränkt. Wie einige seiner Kollegen mit herausragenden Timbre spricht auch Manfred Lehmann auch für Werbung und insbesondere auch im Hörspiel. Ich habe Ihnen daher für diese beiden anderen Tätigkeitsfelder ebenfalls kurze Beispiele mitgebracht. Wir hören zunächst einen Beitrag Manfred Lehmann als akustischen Werbeträger für die mittlerweile insolvente und Geschichte gewordene Baumarktkette Praktika. Normal ist die Leinwand des Kinos des Deutschen Filmmuseums natürlich werbefrei, aber ich erlaube mir in so einem besonderen Rahmen einmal für ein Unternehmen, das gar nicht mehr besteht, einen historischen Werbeclip zu zeigen. Also auch hier begegnet uns Manfred Lehmann und vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen auch das Hörspiel Tagebuch eines sentimentalen Killers gehört, nach dem Roman von Luis Sepúlveda, Regie Michael Wehrhahn, eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2002. Und auch hier ist es interessant, dass eben Manfred Lehmann für die Hauptfigur, für den Typ des Killers besetzt wurde. Neben ihm ist noch eine weitere markante Synchronstimme zu hören, nämlich Jürgen Thormann, Jahrgang 1928, Ihnen vielleicht vertraut als seit Jahrzehnten die Stammstimme für Michael Caine. Und in der dritten Rolle hören Sie Anna Magdalena Fizzi als die französische Braut. Also soweit ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Tagebuch eines sentimentalen Killers, auch mit Manfred Lehmann in der Titelrolle. Und damit kommen wir zum Kern der deutschen Synchronfassung von Stirb langsam. Und das ist eine ganz besondere Synchronfassung, sonst würden wir sie nicht hier in der Reihe zeigen und uns damit auseinandersetzen. Man ist hier nämlich sehr freizügig mit dem Überschreiben nationaler Images umgegangen. So werden im Auftaktfilm der Stirb langsam-Franchise aus den deutschen Terroristen im Original mit einem Male internationale Attentäter, die nun unter anderem auf Italienisch fluchen, während sie im Original Deutsch sprechen und auch deutsche Namen tragen. Diese deutschen Namen bleiben freilich auch in der deutschen Bildfassung erhalten und müssen durch einen umständlichen Kniff erklärt werden, was wir uns jetzt im Detail einmal im Folgenden genauer ansehen möchten. Der Kunstgriff der deutschen Synchronfassung besteht nun darin, aus den deutschen Terroristen aus dem Original also eine internationale Terroristengruppe zu machen, die in der deutschen Fassung keine deutschen Figurennamen mehr trägt und die zum Teil mit starkem ausländischen Akzent, insbesondere italienischen Akzent, parliert. Man kann das insbesondere anhand der Figurennamen nachzeichnen. Angelehnt an die Romanvorlage Nothing Lasts Forever von Roderick Thorpe ist Hans Gruber in der Originalfassung ein ehemaliges Mitglied der sogenannten, Zitat, Radical West German Volksfrei Movement. Und einige seiner Komplizen sind ebenfalls Deutsche und sie tragen auch entsprechende Namen wie Fritz, Heinrich, Karl und Hans. Wohlgemerkt in der Originalfassung. In der deutschen Fassung sind die Terroristen jedoch aus Europa und Mitglieder der, Zitat, internationalen Volksfrontbewegung, was die Spezifik ihrer Herkunft entfernt. Also die Namen ändern sich. Aus Heinrich wird Henry, aus Karl wird Charlie, aus Hans wird Jack. Hans Gruber wird zu Jack Gruber und entsprechend ist Alan Rickman auf einmal kein deutscher Anführer der deutschen Terroristengruppe mehr, der Radical West German Volksfrei Movement, sondern eben nun ein internationaler Attentäter. Eine Entscheidung, die im dritten Teil der Stirb langsam-Reihe übrigens, also Stirb langsam jetzt erst recht, wieder aufgehoben wurde und für Ungereimtheiten sorgt, da in der deutschen Synchronisation hier wieder auf einmal der Name Hans Gruber
vorkommt, während er ja in den beiden ersten Teilen Stirb langsam und Stirb langsam 2 als Jack Gruber in der deutschen Fassung auftritt. Sehen wir uns die entsprechende Stelle jetzt in Stirb langsam einmal an. Das heißt, hier wird in Form einer fiktiven Nachrichtensendung als Live-Fernsehen im Film darüber aufgeklärt, wer mutmaßlich hinter den Anschlägen steckt. Zunächst wie immer im Original und danach in der Synchronfassung. Vermutlich ein Ablenkungsmanöver. Auf diesen letzten Satz geht insbesondere Wolfgang Mayer in seiner Studie Spielfilmsynchronisation aus dem Jahr 1997 ein. Und er schreibt hier interessanterweise dezidiert zu dem Ende, ich zitiere, interessant ist der Zusatz vermutlich ein Ablenkungsmanöver, welcher in der amerikanischen Fassung gar nicht vorkommt. Hier schwächt die Synchronisation den politischen Hintergrund ab, was auch durchaus angemessen erscheint, da die Verbrecher keine politischen Gründe für ihre Tat haben, sondern es ihnen nur ums Geld geht. Die Tatsache, dass Hans Gruber aus einer westdeutschen Terrorgruppe stammt, dient im Original als Motivation für sein entschiedenes und professionelles Vorgehen, nicht jedoch als Grund für seine Tat. Ihm und seine Komplizen sind nur die Dollars wichtig, sie verfolgen keine politischen Ziele, und das deutet der deutsche Zusatz am Ende der Meldung an, nach dem Motto, macht euch nicht so viele Gedanken zum politischen Hintergrund, der spielt hier keine Rolle. Soweit ein Zitat aus Wolfgang Mayers Studie Spielfilmsynchronisation. Freilich bleiben aber die Namen der deutschen Terroristen, auch wenn man sie und den Namen ihrer Gruppe im Dialog umtaufen kann in der deutschen Synchronisation, in der deutschen Fassung im Bild erkennbar, da man bei Stirb langsam bei der deutschen Synchronisation 1988 darauf verzichtet hat, die Szene zu schneiden oder aber eine eigene deutsche Variante zu drehen. Das heißt, Bruce Willis muss sich hier die Namen auf den Arm schreiben aus einem Versteck im Nakatomi Plaza. Und was in einer Naheinstellung noch besonders hervorgehoben ist, also auf der großen Leinwand besonders deutlich zu sehen ist. Der Kunstgriff, der hier jetzt von der deutschen Synchronfassung gewagt wird, ist, dass eine neu erfundene Dialogzeile erklärt, warum er sich deutsche Namen auf den Arm schreibt, wo doch im Original zwar deutsche Namen zu hören sind, in der deutschen Fassung jetzt nun aber englische Figuren. Und auch das wollen wir uns natürlich einmal anhören und ansehen. Achten Sie jetzt bei diesen Clips auch mal, bei dem ersten Clip schon mal im Original darauf. Da wird im Hintergrund bereits Deutsch gesprochen und auch Alan Rickmans Figur spricht bereits Deutsch, mitunter sehr stark gefärbt. Aber interessanterweise kehren diese Partien auch dann in der Synchronisation wieder. Also die bösen Riesen aus dem Märchen sind dazu erfunden worden. Wie aus den deutschen Terroristen Italiener werden in Stirb langsam, das hat Elisaveta Fedorova in einer sehr schönen Arbeit mit dem Titel Nationenbilder in Die Hard, eine Analyse der Veränderungen in der deutschen Synchronisation, anschaulich beschrieben. Auch daraus möchte ich kurz zitieren. In der Originalversion sind die Worte des Terroristen zu Beginn schwer zu verstehen, bevor später You a dog now, no more table, where are you going, pal, next time you have a chance to kill somebody, don't hesitate, mit einem leichten Akzent zu hören ist. Ich springe jetzt im Zitat. In der deutschen Synchronfassung hingegen spricht Marco am Anfang Italienisch, bevor er mit den Worten Das ist dein Ende. Na, wo willst du dich jetzt verkriechen, Compagno? Hä? Wenn du mal wieder Gelegenheit hast, jemanden umzubringen, dann warte nicht so lange. Mit einem prägnanten italienischen Akzent auf Deutsch weiterspricht. Der Sinn und der Ablauf sind die gleichen geblieben. Es wurde im Deutschen jedoch Wert darauf gelegt, die italienische Herkunft des Terroristen zu betonen, was auch der Begriff Compagno als Alternative zum amerikanischen Pal akzentuiert. Auch dieses Beispiel schauen wir uns in der Gegenüberstellung einmal kurz an. Das ist von der Tonmischung etwas diffizil. Es ist sehr viel Geräuscheffekt dabei in der Szene. Deshalb habe ich Ihnen das jetzt auch so ausführlich noch vorgelesen, aber vielleicht können Sie das auch wiedererkennen und hören. Es ist eine recht laute Szene auch, nur als Vorwarnung.
Wenn Sie diese zahlreichen Eingriffe bei der Synchronbearbeitung noch einmal en Detail nachlesen möchten, dann empfehle ich Ihnen einmal die Studie von Wolfgang Mayer aus dem Jahr 1997, Spielfilmsynchronisation. Hier werden im Detail auch grammatikalische Fehler nochmal angesprochen, des gesprochenen Deutschs, der Originalfassung, wie auch die Namensänderungen der Figuren diskutiert. Es gibt auch eine populäre Zusammenstellung, keine wissenschaftliche Arbeit, auf der Webseite schnittberichte.com, die auch die Varianten bei der deutschen Kinofassung bearbeitet. Wir haben im Synchronsammelband Film im Transferprozess, der 2015 erschienen ist, auch dieses Phänomen beleuchtet. Also Dr. Thomas Bräutigam und ich haben in unserer Einleitung hier das Ganze versucht, so ein bisschen zu kontextualisieren und dazu geschrieben: Hier speist sich der Humor der Ausgangskultur aus Bereichen, die in der Zielkultur als ernst und tragisch eingestuft werden, beziehungsweise das Lachobjekt stammt selbst aus der Zielkultur. Wenn in der deutschen Fassung von John McTiernans Stirb langsam die Terroristen keine Deutschen sind, sondern zum Beispiel Italiener, in Jack the Ripper, auch aus dem Jahr 1988, eine britische Produktion, ein beschränkter deutscher Metzger namens Isenschmied unversehens Bouvier heißt und sich Bavaria nach einer innereuropäischen Kontinentalverschiebung als Provence wiederfindet, oder wenn in Wes Andersons Darjeeling Limited aus dem Jahr 2007 aus beschimpften Deutschen im amerikanischen Original in der deutschen Synchronisation kurzerhand Schweizerinnen werden, so erinnert dies an die Synchronpraxis der 1950er Jahre, als es opportun war, dem Publikum die Konfrontation mit dem hässlichen Deutschen in Filmen der Siegermächte zu ersparen. Während diese Gepflogenheiten, die wie bei Casablanca im Original 1942, deutsche Erstsynchronisation 1952, bis zur totalen Verstümmelung eskalierten, zwar nicht zu legitimieren, aber historisch zu verorten sind, also Verdrängung der Vergangenheit in der Nachkriegszeit, ist dieses Verfahren im neuen Jahrtausend damit nicht mehr zu erklären. Es handelt sich wohl um die präventive Abwehr negativer Emotionen, die man bei solchen Störungen der nationalen Selbstreferenz vermutet. Niemand aus der vermeintlich internationalisierten und globalisierten, aber sich eben nach wie vor national definierenden Gesellschaft scheint an solchen Praktiken Anstoß zu nehmen. Die Synchronisation hält an ihrer selbstbestimmten Funktion als nationaler Filter zu wirken unverwandt fest. Sie tritt stets ungefragt als Regulativ auf, wenn Divergenzen drohen zwischen unserem Selbstverständnis und dem Bild, das in der Ausgangskultur über uns vermittelt wird. Soweit ein kurzer Auszug. Interessant ist, dass schon die zeitgenössische Filmkritik 1988 auch auf diese Veränderungen hingewiesen hat. Also die Zeitschrift Tipp hat in ihrer Ausgabe 27 1988 zum Beispiel erkannt: In amerikanischen Filmen geben Deutsche nicht selten die besten Verbrecher ab. Die Terroristen, die sich am Ende als ordinäre Ganoven erweisen, sind dermaßen bösartig, dass man sie einfach liebhaben muss. Manche Verleiher lernen schnell, dieser Verleih lernt langsam, befand die Zeitschrift damals. Und die Frankfurter Rundschau in ihrer Ausgabe vom 11. November 1988 schrieb in dem Artikel Höhenkoller stirbt langsam, Falle schnell, ein Schwindelfilm, Zitat: Und in diesem Genre gab es noch nie so anspruchsvolle Filmmusik zu hören. Obwohl nicht Neujahr, sondern Weihnachten gefeiert wird, ertönt Beethovens 9. und über den Abspann, der so lange währt wie ein Flug von New York nach L.A., erhebt sich jubelnd die Ode an die Freude in der Originalsprache. So haben wir Deutsche, obwohl der Komponist eigentlich ein niederländischer Österreicher war, dem Film auch noch ein Gutes beigesteuert. Der Oberschurke heißt nämlich Gruber. Die deutsche Kinofassung wurde 1988 von der FSK ab 16 Jahren freigegeben und nicht nur in der Synchronisation entschärft, sondern auch im Bild. Also es gab einige Schnittauflagen, das können Sie auf schnittberichte.com zum Beispiel nachlesen. Und die Synchronfassung sollte eben auch zu der unterstellten besseren Massentauglichkeit beitragen. Und da kam es dann eben auch dazu, dass für die Zeit ganz typische Abmilderungen in der Synchronpraxis erfolgten, dass also insbesondere Kraftausdrücke, vulgäre Sprache jetzt verfeinert wurde für die deutsche Fassung oder eben nicht mehr so rüde verwandt wurde. Und das war im Falle von Stirb langsam natürlich insbesondere der Fall bei dem wiederkehrenden Sinnspruch, der dann auch sich verselbstständigt hat und außerhalb der Franchise popularisiert wurde, der im Original ja noch recht derb von Bruce Willis Figur John McClane als Yippie-Ki-Yay-Motherfucker
interpretiert wird und in der deutschen Fassung dann abgemildert erklingt als Yippie-Yay-Yay Schweinebacke. Und mit der Schweinebacke hat Manfred Lehmann uns ja eingangs schon entlassen. Ich wollte das zum Schluss nochmal aufgreifen, um Ihnen auch den Horizont aufzuzeigen, wie so oft beim Transfer des Films in Deutschen auch eine Abmilderung der vulgären Sprache stattgefunden hat. Manchmal sind es auch Gründe, die natürlich mit der Lippensynchronität zusammenhängen. Also wenn sowas wie fuck you als Blödmann übersetzt wird, dann liegt das ganz besonders gut drauf. Ich möchte Ihnen zum Schluss wie immer als Würdigung der Beteiligten noch die Besetzung vorstellen, bevor wir dann eine kurze Umbaupause machen und dann mit dem Film starten. Das ist in diesem Falle hier bei der deutschen Fassung, die unter dem Dialogbuch und der Synchronregie von Michael Richter 1988 erstellt wurde für die 20th Century Fox of Germany. Einmal natürlich Manfred Lehmann in der Hauptrolle für Bruce Willis als John McClane hier oben links. Dann Monika Bielenstein hier oben in der Mitte zu sehen für Bonnie Bedelia als Holly Gennaro McClane. Dann haben wir Lutz Mackenzie hier oben rechts zu sehen für Alan Rickman, der als Hans bzw. in der deutschen Fassung dann Jack Gruber interpretiert. In der unteren Reihe Jürgen Kluckert. Jürgen Kluckert spricht für Dennis Hayden als Eddie. Jürgen Kluckert hat von Edgar Ott unter anderem Benjamin Blümchen übernommen und Sie kennen ihn vielleicht daher. Falls Sie die Stimme von Lutz Mackenzie suchen, also ihn kennen Sie zum Beispiel als deutsche Stammstimme von Stanley Tucci. Neben Jürgen Kluckert hier in der unteren Reihe links zu sehen, ist in der Mitte Detlef Bierstedt, eine der beiden deutschen Stimmen von George Clooney. Außerdem rechts unten zu sehen in der Ecke Tobias Meister, unter anderem der deutsche Stammsprecher von Brad Pitt. Und er interpretiert Lorenzo Caccialanza, den Marco, den wir eben schon gehört haben, und Detlef Bierstedt spricht für Matt Landers als Captain Mitchell. In weiteren Rollen sind zu hören unter anderem Jürgen Heinrich, Hans-Werner Bussinger, Frank Laubrecht, Dieter Ransbach, Joachim Tennstedt, Helmut Gauss, Matthias Einert, Uwe Paulsen und Benjamin Völz. Wir machen jetzt eine kurze Umbaupause. Wenn Sie noch Fragen haben, Diskussionsbedarf haben, sprechen Sie mich gerne einfach im Foyer an. Das ist immer nur ein kurzer Überblick, den ich hier geben kann. Und ich würde Sie bitten, dass Sie alle noch mal kurz den Saal verlassen aus organisatorischen Gründen, weil wir jetzt noch mal einen Nacheinlass machen. Nehmen Sie bitte Ihre Sachen mit und Ihre Tickets, falls Sie noch kein Ticket für den Film haben. Die Kasse hat noch geöffnet und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.